Coole an meinem Studiengang ist einfach, dass man die Zukunft mitgestaltet. Also wer kann denn heutzutage noch ohne sein Handy leben, ohne ganzen Apps auf den Handys, ohne Instagram, Facebook, WhatsApp? Und was einfach Spaß macht, ist, dass sobald ich eine App-Idee habe oder irgendwie was entwickeln möchte, was in die Richtung geht, kann ich das in mein Studium integrieren. Wir haben lauter Projekte am Laufen unterm Semester, sei es iOS oder Android. Du kannst jeweils deine App oder deine Idee bei den Plattformen integrieren, mit den Studenten entwickeln oder auch mit den Professoren zusammen. Als einzige Frau ist eigentlich ganz lustig. Man wird sehr gefördert von den Professoren, weil natürlich es ist Werbung, wenn die erste Frau den Abschluss macht, den Bachelor. Darum versuchen die auch alles, dass die Frauen oder auch die Studentinnen unter mir in dem Semester bleiben und dabei bleiben. Und genau, es läuft eigentlich ganz gut. Für mich persönlich macht die Hochschule Hof besonders, dass sie klein, überschaubar ist und dass die große Mehrheit der Mitglieder der Hochschule, dazu zählen auch die Studenten, diese Hochschule wirklich nach vorne treiben und wir deshalb auch in der Hochschullandschaft eine ganz gute Stellung einnehmen. Die Hochschule muss sich in die künftige digitale Welt hineinbegeben, das heißt den Studenten auch Tools vermitteln, mit denen sie in der Lage sind, diese digitale Welt, ihre Welt dann zu steuern. Die Lehre der Zukunft wird im Wesentlichen eine Mischung aus digitaler Lehre, aber auch aus Präsenzveranstaltungen sein, sogenannte Blended Learning, weil es ganz wichtig ist, den Kontakt auch untereinander zu pflegen, also sich körperlich auch zu sehen, zu treffen, denn es lässt sich nicht alles zweidimensional und nicht mal dreidimensional transportieren. Die Hofspannung baut Elektrorennen weg und fährt damit auf Rennen jedes Jahr. In einem Konstruktionswettbewerb, der Formel der Student heißt, so ähnlich wie die Formel 1, nur für Studenten. Und wir entwickeln jedes Jahr ein neues Auto, bauen es und fahren damit gegen andere Teams auf Rennen. Man kann bei der Hofspannung sehr viel Technisches natürlich dazulernen, weil wir bauen ja schließlich ein Auto von Grund auf. Aber es ist auch das Miteinander, es ist Verstehen, wie es in der Arbeitswelt funktioniert, erste Eindrücke sammeln. Und ich habe mich an der Hofspannung probiert, weil es generell in meinen Interessensbereich fällt. Und bisher habe ich es nicht bereut. Das ISIS ist ein Institut auf dem Campus, an dem Professoren ihre Forschungen tätigen können, aber auch Studenten ihre Bachelor- oder Masterarbeit machen können oder auch sogar promovieren können nach dem Studium. Meine Aufgabe im ISIS war es im letzten Jahr gewesen, einen Roboter zu programmieren, der eben autonom fahren soll, und in diesem Jahr an einer Kaffeemaschine, an dem alle Mitarbeiter sich mit der Campuskarte einloggen können und eben einen Kaffee dort bestellen können. Der Wechsel von der Universität an die Hochschule war sehr einfach, dadurch, dass man in vielen kleinen Gruppen eben zusammenarbeiten kann und auch viele Unterstützungen von den Professoren bekommen kann, dadurch, dass man einfach in vielen kleinen Gruppen ist und man nicht wie eine Nummer wie an der Universität ist.
I chose Hof as my master degree place, and because I was looking to study here in Germany, and I found this program very interesting, like the curriculum and the point that you can combine a practical stuff with academic one. My experience living here in Hof has been very positive. The people are super friendly, the communication with the professors are really open, like you can ask them everything and they will reply. So we can interact and we can meet people from around the world. So this is like the real meaning of globalization.